Liebe Bürgerinnen und liebe Bürger, ohne Gesundheit ist alles nichts. Je früher Kinder und Jugendliche körperliche und seelische Prozesse besser verstehen, desto größere Chancen haben wir, sie für eine individuelle, gesundheitsbewusste Lebensführung motivieren zu können. Ich setze mich deshalb für ein Unterrichtsfach Gesundheit an bundesdeutschen Schulen ein. Es ist wichtig, schon Kinder und Jugendliche an das Thema Gesundheit heranzuführen. Kinder und Jugendliche brauchen ein altersgerechtes Wissen über die Bedeutung einer ausgewogenen und gesunden Ernährung, ausreichender Bewegung und psychischer Ausgeglichenheit. Als Lungenfachärztin habe ich hervorragende Erfahrungen mit der anschaulichen und altersgerechten Vermittlung des Nichtraucherschutzes für Grundschülerinnen und Grundschüler gemacht. Auch ein verantwortlicher Umgang mit den neuen Medien ist ein Megathema. Es schadet nicht, wenn schon Kinder und Jugendliche eine neue Achtsamkeit erlernen. Schule und Eltern müssen hier stärker zusammenwirken. Zur Vermittlung dieses Wissens müssen geeignete Rahmenbedingungen in Kindertagesstätten und Schulen geschaffen werden. Auf dem 120. Deutschen Ärztetag in Freiburg im Breisgau geht es auch um eine frühzeitige Förderung der Gesundheit und gesundheitlicher Kompetenzen im Kindes- und Jugendalter. Über die Kultusministerkonferenz sollten die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden. Für die Umsetzung steht die Kompetenz von uns Ärztinnen und Ärzten gerne zur Seite.